Hi Leute, heute werde ich euch verraten, wo ich den nächsten Monat verbringen werde. Ja, ich wollte heute einfach mal ein kleines persönliches Update machen und euch erzählen, wohin es für mich im nächsten Monat geht. Und zwar ist es Frankreich, einen Monat lang. Und zwar nach Nizza. Also meine Freundin hatte da, beziehungsweise war da ein Jahr lang bei einer, als Au-pair und bei einer Familie. Und die besuchen wir wieder. Und zwischendrin gehen wir noch woanders hin. Und wenn ihr also Tipps habt, einmal in Frankreich, was man da Gutes machen kann, seien es irgendwelche Gemeinschaften besuchen, Rohkostfestivals oder irgendwelche Events in die Richtung. Wenn ihr da Tipps habt, dann gebt mal Bescheid oder einfach irgendwelche schönen Orte in der Natur irgendwo, so wie hier. Würde ich mich drüber freuen. Und ja, da geht's eben für mich hin. Ich bin ja gespannt drauf, freue mich drauf und werde dort auch einige Videos machen. Und deswegen gibt's nämlich im Juni auch keinen Potluck in Würzburg, sondern den habe ich verlegt. Der nächste ist erst wieder im Juli, also fällt mal ein Monat aus. Und zwar am 14. Juli, genau, wieder Samstag, 13 Uhr. Also wenn ihr einfach ein paar Gleichgesinnte kennenlernen wollt, euch ein bisschen austauschen möchtet, dann kommt da gern vorbei. Jeder ist da herzlich eingeladen. Es ist wirklich immer eine schöne Runde. Auch der letzte Potluck war super nett. Immer total entspannt. Könnt auch ins Wasser springen. Also ist direkt am Main. Ja. Genau, würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Und im Juni auch ist da noch ein Kongress. Online-Kongress. Da hatte ich mitgemacht. Und zwar hat mich da der Kevin interviewt. Ich blende es mal hier ein. Und kann ich euch auch jedem nur empfehlen. Link stelle ich unter das Video. Und ansonsten gibt es eigentlich gerade nicht so viel Neues. Bin gerade dabei, einige Videos zu machen. Und ja, einfach nur die Zeit zu genießen, draußen in der Natur, jetzt wo alles so schön am Sprießen ist und am Wachsen und dann, ja. Ja, aber das war's eigentlich und daran wollte ich euch nur teilhaben lassen und würde mich, wie gesagt, freuen, von dem einen oder anderen ein paar Tipps zu hören, wenn ihr irgendwelche guten Tipps habt, genau. Wo ich unbedingt vorbeischauen muss, wenn ich in Frankreich bin. Ihr wisst ja ungefähr, wie ich tick, was mich so interessieren könnte. Genau. Und dann werde ich da wieder einige Videos machen. Wenn ihr Wünsche habt für Videothemen, schreibt einfach drunter, was euch brennend interessiert. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Ciao.